Rapport oder so ein gewissen Vertrauen entstanden, wo sie sich wahrscheinlich noch mehr fallen lassen kann als jetzt bei jemand anderem. Also deswegen bedeutet nicht, dass wenn jetzt bei euch nicht so läuft, dass es falsch läuft. Ja? Okay, gibt es noch Fragen? Habt ihr verstanden? Also sogar hier Kopf, Schulter und eventuell die Hand nehmen. Einfach so nach oben nehmen, fallen lassen und das hier. Also es kann sein, dass die Hand, es kann sein, die Hand. Also ich kann nur bei der Hand, keine Ahnung. Oh wow. Ich kann auch eine. Okay. Also wenn jemand das nicht kann, muss es nicht machen. Das ist, man kann auch einfach sagen, schlaf. Weil in diesem Moment ist es so, es gibt so eine Art, also man sagt, es gibt so eine Millisekunde, wo dein Gehirn nicht weiß, was gerade passiert. Und du gibst eine Suggestion, schlaf, du weißt natürlich, du schläfst nicht, aber dein Gehirn assoziiert mit Entspannung. Ich habe die Augen zu, ich kann schlafen, also loslassen. Wenn ich das mache, ich sage zwar nicht, das ist nonverbal, aber dass sie das jetzt mehrmals gehört und weiß, das bedeutet, aha, ich kann loslassen, ah, okay. So, wenn du jetzt das nicht kannst, ja, also ich kann das zum Beispiel ja nicht, dann würde ich einfach sagen, schlaf. Ja. Mhm. Ist das okay? Ich weiß, ein bisschen viel auf einmal vielleicht, oder? Aber wir haben ja das Video für später, ne? Also, das ist doch mal angucken in Ruhe. Ja, würdest du sagen, dass es auf jeden Fall wichtig ist oder dass man vorher halt eben, generell schon vor der ganzen Sache, derjenigen Person suggeriert oder erklärt, eher, was das bedeutet? Ich finde es ein bisschen abstrakt, dass es dann einfach schnipst und das soll dann entspannen, ohne dass man weiß, dass das jetzt, das ist eher so ein Weckruf. Genau, also wenn man es vorher erklärt, ist in meisten Fällen besser, aber ich habe aus Erfahrung erlebt, dass die meisten Menschen sind wie, oh, was passiert jetzt, wenn du das machst? Die sind so, dass die schon mehr oder weniger fangen an zu kippen dabei. Mhm. Also weil das ist einfach so eine Unterbrechung von all dem, was sie das nicht erwartet. Wenn sie wissen, es kommt jetzt das Wort Schlaf oder ich mache das jetzt, dann ist es vorteilhaft, weil sie erwarten das und die wissen, was damit gemeint ist. Wenn sie das nicht wissen, kann trotzdem aber auch schon was bewirken, dass die schon in eine Trance gehen. Vielleicht sogar stärker, als wenn sie das wissen. Also es ist, weil es ist einfach so ein Überraschungsmoment. Es ist viel bei der Show-Hypnose so gemacht. Es wird viel nicht gesagt und wird viel gemacht, was der andere überhaupt nicht erwartet. Mhm. Ja, keine Ahnung, wenn... Was weiß ich jetzt? Komm mal hier kurz. Genau. Wenn ich einfach sagen und schau mal nach vorne, nach oben manchmal, und dann schlaf los. Genau. Und tiefer. 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 Los. Ich zähle von 3 bis 1. Bei 1 machst du die Augen auf. Bis frisch und wach. 3, 2, 1. Mach die Augen auf. Super, vielen Dank. Entschuldigung. Sorry. Schau mal nach vorne, nach oben manchmal, und schlaf los. Genau. Und tiefer, tiefer. Tiefer und los. Ich zähle von 3 bis 1. Bei 1 machst du die Augen auf, bis frisch und wach. 3, 2, 1, mach die Augen auf. Super, vielen Dank, Entschuldigung. Sorry. Also zum Beispiel, also sie hat jetzt vielleicht das nicht erwartet. Und das ist überraschend. Oh wow, was passiert jetzt? Und dann geht sie. Es kann natürlich sein, dass derjenige sich erschreckt rauskommt. Ja, das ist immer abhängig vom Mensch. Normalerweise aber, ich sag mal so, in der Praxis soll man schon vorher die Dinge sagen, weil der andere sonst das, wegen dem Licht so kann ich nicht so nah. Also, ich würde aber sagen, ich probiere mal so rum, weil ich so lichttechnisch das und, ist alles, ja, also jetzt nicht so extreme Sachen machen, also nicht ziehen oder so. Schon, also bleibt sich schon mal sehen.